Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute gibt es mal wieder ein richtig leckeres Mittag- oder Abendessen. Ich mache ein Chicken Pot Pie. Das ist sowas wie Hühnerfrikassee aus dem Gusseisentopf oder aus kleinen Schälchen mit einer Brotkruste. Kann man wirklich super toll auch vorbereiten. Ich mache jetzt zuerst gleich den Teig. Ich nehme jetzt keinen Hefeteig, sondern einen ganz normalen Teig ohne Hefe. Und dann eben die Chickenfüllung. Könnt ihr gerne auch abwandeln und vegetarisch zubereiten. Andere Gemüsesorten nehmen, eben das, was euch am besten schmeckt. Ich zeige euch mal eben die Zutaten und dann geht's gleich los. Für den Teig verwende ich 500 Gramm Mehl, einen Teelöffel Salz, 30 Gramm Olivenöl und 260 Gramm warmes Wasser. Und dann für die Chickenfüllung 400 Gramm Hähnchenbrust, 50 Gramm Butter, eine Zwiebel, zwei Knoblauchzehen, 50 Gramm Mehl, 300 Gramm Gemüsebrühe, 200 Gramm Sahne, 100 Gramm jeweils tiefgefrorene Möhren und Erbsen und etwas Salz und Pfeffer. Und jetzt nehmt ihr einfach zuerst das Mehl, Salz, das Wasser und das Öl. Daraus wird jetzt ein Teig geknetet. Ich mache das jetzt kurz in der Küchenmaschine, aber ihr könnt ihn auch gerne mit der Hand verkneten. Ich gebe jetzt einfach alle Zutaten nacheinander in die Schüssel und knete den Teig zusammen. Guck mal, dann entsteht einfach so ein schöner weicher Teig. Den habe ich jetzt gerade so 3 Minuten geknetet. Perfekt. Damit er nicht austrocknet, gebe ich ein bisschen Backtrennspray hier in die Schüssel. Der geht ja nicht auf, daher braucht ihr nur eine kleine Schüssel. Und den lege ich jetzt einfach zur Seite. So kann er sich etwas ausruhen. So, jetzt nehme ich erstmal die Zwiebel und die Knoblauchzehe. Die werden jetzt geschält und dann fein gehackt. Zwiebel und Knoblauchzehen, die brauche ich gleich erst, aber ich habe sie jetzt schon mal geschnitten, denn gleich kommt das Hähnchen dran und nach dem Hähnchen solltet ihr wirklich immer alles schön reinigen. Daher nehme ich jetzt auch ein Kunststoffschneidebrett und kein Holzbrett, weil sich das einfacher reinigen lässt. Und jetzt kann ich schon mal hier meinen Gusseisentopf bzw. einfach eine Pfanne erhitzen, ein bisschen Butter reingeben und kann dann jetzt das Hähnchen nehmen und einfach in Würfel schneiden. Die mache ich jetzt nicht zu groß, sondern eher so 2 cm große Würfel. Und ihr könnt auch hier, wenn ihr möchtet, gerne eure eigene Hühnerbrühe herstellen. Dann müsst ihr keine fertige Hühnerbrühe nehmen. Ich habe immer ein bisschen Brühe da. Hier geht es jetzt schneller, wenn ihr einfach Hähnchenbrust nehmt. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr, wie gesagt, ein ganzes Hähnchen nehmen mit Gemüse im Topf garen und so auch die eigene Brühe machen. Hühnerfrikassee aus dem Gusseisentopf mit Brotkruste. Nom, nom, nom. Ja, komm später vorbei zum Essen. Essen, immer essen. Ach Mensch. Och Mann, das kannst du das mal beschriften? Du bist wieder Murat, als würde ich hier jedes Mal die Finger ändern. Immer, jeden Tag das Gleiche. Wo sind die Gläser? Hier zu Hause ist es genau das Gleiche, ne? Ja. Schatz, hast du wieder die Gläser umgeräumt? Wo die Sachen, dann gucke ich hier. Ja, das ist eine Männerkrankheit. Nee, das ist Männerkrankheit. Doch. Doch. Oder Lichtschalter. Das war jetzt gerade voll die Ehepaar-Sequenz, weißt du das? In jedem Haushalt, oder Josh, komm, sag's. In jedem Haushalt kommt es so vor. Ihr werft uns immer, uns Frauen immer vor, wir würden jeden Tag die Schränke umräumen. Das stimmt gar nicht. Nein, wisst ihr was? Ich mache Fotos und beschrifte sie von außen, wie bei der Apotheke. Ich mache so eine Kamera, du bist wahrscheinlich nachts um 2 Uhr stehe ich auf. Ja, ja, im Tiefschlaf. So, wo kann ich heute die Sachen hin verstecken? So, wo kann ich es heute verstecken? Ja, 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 so mache ich das. Okay, so, wenn. Viel Spaß beim Danke, Kochen. Bis später. Wenn die Butter dann geschmolzen ist, ich habe jetzt den Herd nicht auf höchster Stufe, sondern eher auf mittelhoher Hitze, brate ich jetzt die Hähnchenwürfel an.
Ich mache das jetzt in zwei Portionen. Dann kühlt die Pfanne auch nicht so sehr herunter. Schön rundherum anbraten und dann einfach nochmal rausnehmen. Jetzt einfach schön die zweite Portion Hähnchen herausnehmen. Perfekt. Dann kommt die restliche Butter hier in die Pfanne. Es riecht jetzt schon richtig gut. Darin brate ich jetzt die Knoblauch- und Zwiebelwürfel an, bis sie glasig sind, also einfach so 2 bis 3 Minuten. Dadurch entstehen die schönen Röstaromen. Da kommt jetzt hier das Mehl drauf. Und wird schön eingerührt, also wie eine Mehlschwitze. Und das brät man dann auch so eine Minute etwa mit an. Wir nehmen nur 30 Gramm Mehl, 30 Gramm reichen. Und jetzt schön mit der Gemüsebrühe ablöschen. Und hier könnt ihr, wenn ihr wollt, auch die Gemüsebrühe zur Hälfte mit Weißwein zubereiten. Dann kommt hier die Sahne gleich mit dazu. Statt Sahne könnt ihr auch Mehl nehmen. Jetzt den Herd ein bisschen runterstellen. Statt Sahne Milch meine ich. Ja. Hast gut aufgepasst, Josh. Statt Sahne könnt ihr natürlich auch Milch nehmen. Sahne macht es natürlich ein bisschen geschmeidiger und cremiger. Na klar, durch den hohen Fettgehalt. Aber Milch könnt ihr auch gerne benutzen. Jetzt hier kurz köcheln lassen. Dann kommt gleich das Hähnchen dazu. Und jetzt wirklich die Hitze reduzieren. Also eher nur noch leicht köcheln lassen. So, jetzt haben wir erstmal die größte Arbeit erledigt. Da kommt noch Salz und Pfeffer dazu. Da müsst ihr einfach abschmecken nach Geschmack, je nachdem, wie salzig eure Gemüsebrühe ist. Pfeffer. Mhm, ja, Hähnchenbrühe, genau. Ja, okay, Hähnchenbrühe. Stimmt. Und ich hole jetzt noch ein bisschen Thymian aus dem Garten und dann kommt hier noch ein bisschen Thymian dazu. Was nehme ich hier? Was nehme ich hier? Wisst ihr was? Ich nehme noch ein bisschen Currykraut. Oh, Hähnchencurry, das schmeckt doch immer gut. Und Thymian. Rosenduft-Thymian. Ja. Die zwei nehme ich jetzt mit. Mm, das sieht gut aus. Ich gebe jetzt hier die Kräuter im Ganzen rein. Die nehme ich dann gleich wieder raus. Gewaschen habe ich sie auch schon. Und ich lasse es jetzt hier noch ein bisschen vor sich hin simmern. Das Gemüse kommt erst zum Schluss dazu. Hier habe ich wirklich auf Stufe 2, ich kann auch auf Stufe 1,5 gehen. Und dann nämlich hier schon mal den Teig ausrollen. Jetzt nehme ich einfach ein bisschen Mehl und rolle den Teig aus. Das müsst ihr jetzt nicht machen, also die Hauptspeise wäre jetzt so auch schon fertig. Sie muss nur noch ein bisschen weiter köcheln. Aber ich finde mit so einer Brotkruste ist schon was Feines, was Besonderes. Jetzt nicht zu dünn ausrollen, so etwa 3 bis 5 mm. Perfekt. Und jetzt müsst ihr entscheiden, ob ihr das Gericht in dieser großen Pfanne lassen wollt. Es muss natürlich eine Pfanne sein, die auch in den Backofen darf, also kein Griff, der irgendwie schmilzt, kein Kunststoffgriff. Daher habe ich es auch hier im Gusseisen zubereitet.
Oder ihr nehmt einfach kleine Pfännchen. Die kleinen Pfännchen sehen halt süß aus. Vor allem kann man schöne einzelne Portionen machen. Oder ihr sagt eben, ich nehme das große und dann könnt ihr jetzt den Teig so lassen. Also ich mache es jetzt so. Ich mache jetzt diese Portionsgrößen. Hier gebe ich jetzt noch das Gemüse dazu. Ich finde Erbsen und Möhren, die passen jetzt ganz gut. Ihr könnt auch frisches Gemüse nehmen. TK-Gemüse ist aber auch immer sehr frisch, weil es einfach erntereif direkt eingefroren wird und oftmals einfach sogar mehr Vitamine hat als frisches Gemüse, weil da weiß man immer nicht, wie lange es schon im Regal liegt. Und da könnt ihr echt nehmen, was ihr möchtet. Champignons würden auch gut passen. Aber ich finde, das macht so schön farbenfroh. Jetzt entferne ich hier noch die Kräuter. Gebe ich es hier in die Gusseisenpfännchen rein. So 1,5 Schöpfkellen. Okay, mir als Frau wird das jetzt schon reichen. Josh, was sagst du dazu? Zwei Pfännchen für dich. Zwei Pfännchen für dich, okay. Okay, Männer, zwei Pfännchen. Kommt halt drauf an, ne, ob man noch eine Vorspeise hatte oder ob das jetzt das komplette Gericht ist. Und wie gut die Esser sind, ob es noch einen Nachtisch gibt. Jetzt steche ich hier den Teig aus und dann lege ich ihn hier drauf. Der soll ein bisschen größer sein. Mein größter Ausstecher ist leider nicht groß genug, daher ziehe ich ihn so ein bisschen. Einfach so drüber legen. Perfekt, daher auch wirklich nicht zu dünn ausrollen. Jetzt verquirle ich hier noch ein Ei und damit bestreiche ich dann den Teig. Aus dem restlichen Teig mache ich jetzt einfach wie eine Art Pizza oder Flammkuchen. Ja. Da haben wir noch was Zusätzliches. Im Blog gebe ich das Rezept bzw. in der App dann so an, dass es passt. Also ich mache die Hälfte des Teiges dann rein, denn ansonsten habt ihr einfach ein bisschen zu viel Überschuss. Und falls ihr übrigens keine kleinen Mini-Gusseisenpfännchen habt, dann könnt ihr auch einfach ofenfeste Schälchen nehmen. Also wenn ihr zum Beispiel Crème Brûlée-Schälchen habt oder Porzellangefäße, die auch im Backofen, in den Backofen gestellt werden dürfen, könnt ihr das natürlich auch benutzen. Oder wie gesagt, eine große Gusseisenpfanne. Und jetzt schön bestreichen und dann kommen sie bei 200 Grad in den Backofen und dann probieren wir sie gleich. Süß aus. Ab mit euch in den Ofen. Am besten schneidet ihr die Deckel noch ein vor dem Kochen, denn ansonsten kocht es wie bei mir über. Jetzt ist das Essen fertig. Komm, Dennis, probier mal. Ach, guck mal. Versuch's Kaninchen, die erste. Ja. Sieht es nicht süß aus? Ja. Warte, ich mach's noch schöner. Sieht süß aus. So.
Oh. Bisschen Deko. So, Vorsicht, sehr heiß, der Topf. Okay, was mache ich jetzt? Was ist das überhaupt? Da ist jetzt wie so ein Hühnereintopf drin. Mhm. Also so Hühner, eigentlich schon wie Hühnerfrikassee. Und obendrauf eine Brotkruste. Kann man so, ich weiß noch nicht, wie man es isst, aber du zeigst uns das okay. jetzt. Ich versuch's mal. Oh, das ist cool. Und es ist halt mega heiß. Und der Vorteil von den Gusseisenköpfen ist halt, das Essen bleibt auch schön warm. Es wird nicht kalt. Soll ich hier jetzt mal so ein bisschen... Ja. Boah, das ist... Jetzt mache ich mich hier lächerlich auf dem Kanal. Fotografin hat noch gesagt, pass bitte auf. Ja, sie hat gesagt, mach's schön auf, damit wir es noch fotografieren können. Mm, die Soße schmeckt schon mal sehr gut. Ja? Es ist so rahm. Mhm. Mm. Also ganz, wir wissen vorher nicht, was er die macht. Wir kriegen immer nur den Anruf, komm jetzt runter ganz, zum Probieren. Fett reduziert. Und jetzt bin ich dran. Oh, ich krieg's aber nicht raus. Ja, kannst du das Brot so ja. wegtun, so die erste ja, Kruste. Ja. Oh, Vorsicht, heiß, heiß, heiß. Das dampft mal richtig. Aber das ist halt echt süß in den kleinen okay. Töpfen. Das ist schon süß. Oh, hier verbrenne ich nicht, verbrenne ich nicht. Heiß? Mhm. Und? Mhm. Lecker. Ja? Ich wollte erst sagen, nee, schmeckt nicht, aber ich konnte es nicht über die Lippen bringen. Mhm. Voll gemein. Mm. Gut? Mhm. Deshalb. Lecker, ich muss noch einmal. Ich meine, man kann es auch einfach mit dem Deckel backen, also mit dem Topfdeckel, aber ich finde es mit dem Brot ja, halt schon cooler. Das Fleisch schmeckt auch echt lecker, diese Soße. Der Josch, der Arme, ne? Wird zwei voll gekocht hier und dann kommt der Dennis einfach und probiert. Ist gut? Sehr lecker, ja. Danke. Würdest du nachmachen? Ja, ich mach's nach. Ich versuch's nachzumachen. Okay. Ja? Dennis postet dann sein Bild und verlinkt uns auf sein Bild. Da steht einfach rein und guckt das Fenster rein. Hi Markus. Wir kaufen nichts. Wir kaufen nichts von dir. Heute nicht. Ja. Ja, ich mach's nach und poste es dann. Genau. Sehr gut. Oh, das freut mich jetzt aber, dass es schmeckt. Und aus dem restlichen Teig, wie gesagt, ich habe zu viel Teig gemacht, machen wir jetzt noch Flammkuchen. Also okay. weißt du, in 20 Minuten Flammkuchen. Und dann gibt es das Rezept zum Nachlesen auf, in meiner App. Ja, und auf sallysmeesblog.de. Also bis online zum nächsten überall. Mal. Online überall, genau. Tschüss. Ciao, macht's gut. Jetzt hast du Angst, weiter zu essen, gell? Weil Samira gesagt hat, du sollst was übrig lassen. Ja, das war ganz schwer aufzumachen, aber es war echt... Ja. Da kannst du so das Brot so wegtun und dann reintunken. Ich liebe das halt, wenn du dann so im Prinzip so einen Topf hast. Oh, lecker. Oh, Karottchen, lecker. Oh, kennst du auch diese Eintöpfe auf dem Weihnachtsmarkt im Brot? Oh, die sind auch gut. Das ist ja eigentlich so, dass du es im Prinzip in so einen Becher hast und dann... Ja. Oh, ich liebe das. Ja, ist auch mega cool.